Herzlich willkommen beim den Gedanken zum Palmsonntag. Heute Morgen, dem Tag des Gedenkens des Einzugs von Jesus in Jerusalem. Über verschwenderischen Luxus werde ich heute Morgen etwas sagen müssen und das mit dem zweiten Blick, vielleicht der erste Blick, der erste Eindruck revidiert werden muss. Grundlage dessen ist ein Ereignis, das Markus im 14. Kapitel erzählt. Und zwar war Jesus in Bethanien im Haus von Simon dem Aussätzigen. Als er sich zum Essen niedergelassen hatte, so schreibt Markus, kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit Salböl dabei. Es war reines, kostbares Nardenöl. Sie brach das Fläschchen auf und träufelte Jesus das Salböl auf den Kopf. Einige ärgerten sich darüber und sagten zueinander: Wozu verschwendet sie das Salböl? Das Salböl war mehr als 300 Silberstücke wert. Man hätte es verkaufen können und den Armen geben können. Sie überschütteten die Frau mit Vorwürfen. Aber Jesus sagte: Lasst sie doch. Warum macht ihr der Frau das Leben schwer? Sie hat etwas Gutes an mir getan. Es wird immer Arme unter euch geben und ihr könnt ihnen helfen, so oft ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht immer bei euch. Die Frau hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Amen, das sage ich euch. Überall in der Welt, wo man die gute Nachricht weitersagen wird, wird auch erzählt werden, was sie getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern. Erinnern. Woran? An wen? An was? Da ist zunächst der Duft. Mit jedem Atemzug wird er intensiver. Auch wer ins Gespräch vertieft war und nicht gemerkt hat, dass da noch jemand in den Raum gekommen hat, der bemerkt jetzt, dass da irgendetwas geschehen ist. Von einem Moment auf den anderen ist der Raum erfüllt von einem Wohlgeruch, der einem fast den Kopf verdreht. Dabei hat es im Haus des Simon, dem Aussätzigen, lange Zeit ganz anders gerochen. Kaum, dass etwas frische Luft hereinkam, denn die Tür hatte sich nur sehr selten geöffnet. Wer kommt schon gerne zu einem Krankenbesuch? Und das noch dazu, wenn der Kranke ansteckend ist und das Haus unter Quarantäne steht. Und niemand, der von dieser Krankheit gekennzeichnet ist, der darf aus dem Haus. Also bleibt die Tür zu, dumpf und stickig war es hier. Neben all den Gerüchen eines Haushaltes, der Geruch von Krankheit, von Salben, von Verbänden, eine Atmosphäre wie in einer Gruft. Ein Hauch von Tod. Heute, da ist es anders. Oft ist die Tür geöffnet worden, bis alle zusammen waren. Die gekommen sind, die bringen die frische Luft von draußen mit herein. Jesus, seine Jünger und die anderen. Sie sitzen da, reden, gestikulieren, diskutieren. Das Essen wird der Nase bereits angekündigt und auch der Wein scheint gut zu sein. Es verspricht, ein angenehmer Abend zu werden. Und dann ist auf einmal dieser Duft, der die anderen Gerüche und Aromen in den Hintergrund treten lässt. Ein Duft, der das andere vergessen lässt.
einen Moment haben sich alle diesem Duft hingegeben, aber nur so lange, wie es dauerte, bis sie die Situation erfasst haben. Und die Frau sehen, die zu Jesus getreten ist, ein kleines Fläschchen zerbrochen hat und den Inhalt Jesus über den Kopf gegossen hat. Schon als die ersten Tropfen schwer auf den Boden fallen, haben sie sich wieder besonnen. Begreifen, was da gerade eben geschehen ist. Was so duftet, das kommt von außerhalb ihrer Erfahrung, scheint aus einer anderen Welt zu stammen. Ein Duft, der mit dem Alltag und seinen schlechten Gerüchen, ja seiner Ekelhaftigkeit, nichts zu tun hat. Ein Öl, unverfälscht und kostbar. Und das in dieser Situation. Nein, das geht nicht. Nein, so geht das wirklich nicht. Einige von denen, die da am Tisch sitzen, die beginnen zu murren. Die wissen, die Welt ist nicht zauberhaft, nicht reich. Ganz im Gegenteil. Und schon kommen die ersten Vorschläge. Man hätte das Fläschchen besser ganz behalten und verschlossen gelassen und hätte es verkauft an jemanden, der sich das leisten kann, einen Jahreslohn eines Arbeiters dafür auszugeben. Und mit diesem Erlös, dann hätte man ganz, ganz viel machen können. Hilfe und Unterstützung für die, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Sie wissen, mit der Realität, mit dem, was sie täglich umgibt, hat dies nichts zu tun. Denn da riecht es anders, da riecht es nach Blut, nach Schweiß, nach Tränen. Und jene Momente, in denen man das vergessen kann, die sind rar. Jesus, sag doch was! Er sagt zunächst nichts. Der Duft darf den Raum erfüllen und alles andere vergessen lassen. Er unterstreicht den besonderen Moment dieses Zusammenseins. Denn Jesus weiß, dass es für ihn bald nur noch Blut, Schweiß und Tränen geben wird. Bald auf dem Weg hinaus aus der Stadt, hinauf nach Golgatha, wo der Tod wartet und das Grab. Ein Grab, in dem kein Wohlgeruch sein wird, denn sie werden keine Zeit haben, ihn zu balsamieren. Von denen, die da am Tisch sitzen, hat das noch niemand erkannt. Doch da ist diese Frau, die leise hereinkam. Sie weiß es. Und sie weiß, dass sie dem Tod und dem Grab nichts entgegensetzen kann, einzig allein die Liebe. Eine Liebe, die stark ist, stärker als der Tod. Eine Liebe, der nichts zu viel ist. Und genau das geschieht hier, in diesem Augenblick, im Haus Simons des Aussätzigen, weil eine Frau weiß, wer er, wer Jesus wirklich ist. Auch die anderen, die mit Jesus am Tisch sitzen, die sehen etwas in ihm, sie interpretieren etwas in ihn hinein, nämlich das, was sie sich selbst am meisten wünschen. Sie sehen in ihm den Revolutionär, der die Herrschaft der Besatzungsmacht brechen wird. Sie sehen einen Propheten, der die Umkehr der Verhältnisse herbeiführen wird. Und sie sehen den religiösen Führer, der endlich das Volk zu Gott führt. Sie sehen die Welt, wie sie ist, und denken, dass es anders wird durch Jesus.
Sie können sich davon nicht lösen und sich nicht auf diesen anderen Duft, und sei es für einen Moment nur, einlassen. Aber das wäre jetzt das Richtige. Und das macht Jesus ihnen unmissverständlich klar: Die Welt mit ihren dunklen, schweren Seiten, der werdet ihr auf Dauer nicht entfliehen können. Doch das muss jetzt nicht eure Sorge sein, denn Arme, die habt ihr jederzeit unter euch, vielleicht schon, wenn ihr dieses Haus verlasst und vor die Tür tretet. Hier in Bethanien, dem Haus der Armut. Aber ich werde schon bald nicht mehr bei euch sein, und dann werdet ihr euch diesen einen Moment zurückwünschen. Dann werdet ihr viel dafür geben, ihn noch einmal erleben zu können, diesen gemeinsamen Abend. Es ist manchmal nur ein Moment, auf den es ankommt, der alles verändert. Da gilt es, alles andere zu vergessen, damit man sich erinnern kann, wie es war damals, als Mut und Hoffnung, als Vertrauen da war, Zuversicht, dass alles gut kommt. Denn schon in wenigen Tagen wird nichts gut sein. Doch die Frau, die sieht jetzt schon über die unmittelbare Zukunft hinaus, dort im Haus Simons. Denn sie hat Augen, die die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit sehen können. Sie hat die Augen und das Herz des Glaubens, und deshalb tut sie das, was in Israel an einem König getan werden muss. Sie salbt sein Haupt mit Öl entschlossen und verschwenderisch, so wie es allein diesem König angemessen ist. Angesichts dieser Liebe zerfließt alle Berechnung. Und bei ihr wird einmal mehr deutlich, dass bei der Liebe der eine Moment des Erkennens und nicht eine distanzierte Analyse zählt. Im Angesicht der Liebe gibt es nur das eine, was man tun kann, und man weiß in diesem Augenblick, es ist das einzig Richtige. Diesen einen Moment zu ergreifen und alles andere zu vergessen, damit man sich an diese Liebe erinnern kann, dann, wenn alles schwieriger, alles alltäglicher wird oder auch chaotischer, weil in Zeiten der Quarantäne ein jeder auf sich selbst geworfen ist. Es ist diese Liebe und Hingabe, die Frau in Jesus erkennt, wie er sich den Menschen zuwendet, und darum ist es angemessen, was sie tut. Gegen das Vergessen, für das Erinnern tut die Frau, was sie tut, zu seinem Gedächtnis und zu ihrem Gedächtnis. Denn nur ein Duft hinterlässt Spuren im Kopf und im Herzen zugleich. Für einen Moment erfüllt Wohlgeruch den Raum. Und wie jeder Duft ist er flüchtig und wird schon bald verschwunden sein. Morgen, übermorgen, bald wird er verraten werden, wird man ihn gefangen nehmen, und es kommt der Tag, da ihn alle im Stich lassen. Und dann wird er auf den Kopf, über den nun das Öl fließt, eine Dornenkrone gedrückt werden. Aber jetzt ist nichts als Duft um ihn. Niemand, der davon berührt wird, wird ihn vergessen. Den Duft nicht und Jesus nicht. Und das, was er getan hat. Menschen, die Sinne zu öffnen für Gott, für den Gott, der den Menschen nahe sein will und nahe ist, in allen Zeiten, auch jetzt. Auch heute. Amen.